Seit dem Umweltgipfel 1992 in Rio gehört diese karge Landschaft im Herzen der Mongolei zu den großen Kostbarkeiten des Naturerbes unserer Welt. Hier wurden Urwildpferde, die letzten noch lebenden Vertreter der wilden Stammform aller unserer Hauspferdrassen, in ihrer ursprünglichen Heimat wieder der freien Wildbahn zugeführt. Sie galten im letzten Jahrhundert schon einmal als längst ausgestorben, bis der polnische Offizier und Forschungsreisende Nikolai Przewalski im Jahre 1879 an der mongolisch-chinesischen Grenze einige Felle und Schädel dieser Tiere von einheimischen Jägern erwarb. Die russischen Zoologen in St. Petersburg stellten fest, bei diesen Tieren handelte es sich nicht um verwilderte Hauspferde, sondern noch um echte Wildpferde. Wildpferde, wie man sie von prähistorischen Felsbildern her kennt, mit der typischen Bürstenmähne und der Mehlnase. Weitere Merkmale dieser echten Wildpferde sind die schmalen schwarzen Querstreifen über den Fesseln der Vorderbeine und ein schwarzer Strich, der Aalstrich, der vom Widerrist über den Rücken bis in den Schweif hinein verläuft. Die Wiederentdeckung war damals eine so weltweite Sensation, dass sofort Tierfänger losgeschickt wurden, um für Zoos und herrschaftliche Wildgehege Przewalski-Pferde zu beschaffen. So hatte man inzwischen die Pferde nach ihrem Entdecker wissenschaftlich benannt. Nur die Fohlen ließen sich einfangen, deren Mütter man vorher abgeschossen hatte. Und so konnte der Hamburger Tierhändler Karl Hagenbeck nach mancherlei Rückschlägen 1902 53 Fohlen nach Westeuropa bringen. Danach gab es keine Wildpferdimporte mehr, denn hinter Gittern machten die Tiere bald einen traurigen, für das Zoopublikum wenig attraktiven Eindruck. Nach dem Zweiten Weltkrieg mehrten sich die alarmierenden Zeichen für eine schleichende Inzucht bei den Urwildpferden. Kein Wunder, alle in den Zoos und Wildgehegen lebenden Wildpferde gingen auf gerade 13 Zuchttiere zurück. Inzwischen hatten sich alle Halter von Przewalski-Pferden international darauf geeinigt, ein Zuchtbuch anzulegen, die Tiere individuell zu markieren. Auf der Grundlage dieses Zuchtbuches fertigte 1976 der Holländer Jan Baumann eine Analyse, die erstmals das ganze Ausmaß der Inzucht unter den Wildpferden aufzeigte. Jetzt konnte man über den Computer das Auftreten bestimmter Erbkrankheiten nicht nur zurückverfolgen, man konnte auch vorausberechnen, welche Tiere in Zukunft zusammengebracht werden sollten, die, am wenigsten miteinander verwandt, das Überleben der Urwildpferde sicherstellen konnten. Da die meisten Zoos diese Pläne zu boykottieren begannen, gründeten die Holländer eine eigene Naturschutzinitiative unter dem Motto Urwildpferde zurück in die Freiheit. Zunächst sammelten sie Spenden und kauften nach ihrem Computermodell weltweit Wildpferde für neue Zuchtgruppen zusammen. Diese Tiere sollten sich in großen Freigehegen, in sogenannten Semireservaten, langsam an die künftige Freiheit gewöhnen. Dazu wurden, wieder mit privaten Spenden, an 4 Stellen in Holland und auf einem Schießplatz in Deutschland bei Meppen große Gehege geschaffen. Geschützt durch Gräben und Wildgatterzäune sollten die Przewalski-Pferde möglichst wenig Kontakt zu Menschen haben. Es dauerte nicht lange und die Pferde hatten in den Semireservaten gelernt, sich ihr Futter selbst zu suchen. Damit leisteten sie gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur Pflege der Landschaftsflächen, die die Naturschutzbehörden der Gesellschaft zur Rettung der Urwildpferde zur Verfügung gestellt hatten. Neben den Zuchtherden wurden Gruppen zusammengestellt, die nur aus Junghengsten bestanden. Hier bekamen die künftigen Leithengste die Möglichkeit, sich in Rangordnungskämpfen zu üben und hatten den nötigen Auslauf, ein Lauftraining zu absolvieren. Beschützt von den Leithengsten gab es in den Großgehegen bald viele gesunde Fohlen. Fohlen, die im Sozialverband von Herden aufwuchsen, die nicht der Mensch manipuliert hatte. Doch wie stand es inzwischen um die Pferde in der freien Wildbahn?
Professor Dr. Wladimir Sokolow von der Akademie der Wissenschaften in Moskau hatte in mehreren Expeditionen versucht, noch überlebende Wildpferde in der freien Wildbahn zu finden. Vergeblich, wie er sagt. Und er begründet auch, warum. Die Verhältnisse in den Verbreitungsgebieten, wo man die letzten Wildpferde angetroffen hatte, im Dreieck Russland-China-Mongolei, haben sich in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg entscheidend verändert. Riesige Steppengebiete sind überweidet worden. Mit der Kollektivierung der Viehhaltung der Nomaden ging der Bau neuer Siedlungszentren einher. Die Herden der Haustiere blockierten jetzt das ganze Jahr über die für die Wildpferde wichtigen Wasserstellen. Damit nahm man den Wildpferden die letzte Möglichkeit, in dieser Landschaft zu überleben. Doch ist auch hier inzwischen eine Wende eingetreten. Russische, mongolische und holländische Wissenschaftler und Naturschutzfachleute taten sich zusammen und haben im Herzen der Mongolei ein Schutzgebiet gegründet, das inzwischen zur Wiege der ersten Freilandpopulation der Urwildpferde geworden ist. Die mongolischen Naturschützer hatten im Frühsommer 1992 gerade die Eingewöhnungsgatter für den ersten Pferdeschub aus den europäischen Semireservaten zusammengestellt. Da lief in Holland das Einfangen der Tiere an. Mit Narkosegewehren hatte man die Pferde betäubt und dann in die Transportkisten gesteckt. Dabei gab es eine Überraschung. Einmal in den Kisten gelandet, fügten sich die freiheitsgewohnten Pferde gelassen in ihr Schicksal. Ohne Schwierigkeiten und ohne Aufregungen konnten sie in die bereitstehende Iljuschin, eine russische Militärmaschine, verfrachtet werden. Diese Maschine hatten die holländischen Naturschützer geschartert mit Spenden, die von holländischen Firmen und besonders von Schulkindern aufgebracht wurden. Das Angebot, auf dem Fluge verpflegt zu werden, lehnten die vierbeinigen Passagiere ab. Doch Wasser nahmen sie dankbar an. Mit 8 auf der Insel Krim aufgenommenen Wildpferden aus der Zucht des ukrainischen Gatters Askania Nova ging der Transport quer über Sibirien in die Mongolei. Vor 90 Jahren nahmen in umgekehrter Richtung, damals mit der transsibirischen Eisenbahn, die Wildpferde ihren Weg aus der Freiheit in die Gefangenschaft. Mit 9 Stunden Verspätung landete die Iljuschin auf dem Flughafen von Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Volksrepublik Mongolei. Eine begeisterte Menschenmenge feierte die Rückkehr der Wildpferde. Denn die Tachi, so heißen sie auf Mongolisch, gelten als das historische Nationalsymbol im Reich der Steppe. Vor der Weiterfahrt in die Steppe wurde jede Pferdekiste zur Begrüßung mit dem traditionellen Seidenschal geschmückt. Und Jan Baumann, der Leiter der Rückkehraktion, bekam von mongolischen Würdenträgern den Begrüßungstrunk zelebriert. Kumis. Gegorene Stutenmilch. Und endlich dann der große Augenblick. Der erste Schritt in die Freiheit. Während einige Pferde unter den kritischen Augen ihrer künftigen Bewacher sofort losrannten, wollten andere ihre Kisten nicht verlassen. Doch der würzige Duft des Steppengrases war stärker. Und so begannen alle Pferde erst einmal ausgiebig zu weiden, ein gutes Zeichen für die Organisatoren dieses Projektes. Kaum war der erste Hunger gestillt, begannen die holländischen Pferde mit ihren ukrainischen Vettern Kontakt aufzunehmen, sich zu beschnuppern. Nach einer Eingewöhnungsphase stehen den Wildpferden hier 50.000 Hektar Steppenlandschaft zur Verfügung. Bewacht werden sie von einheimischen Nomaden, die als Wildhüter eingestellt sind. Diese Nomaden profitieren mit ihren Sippen weiter von einem holländischen Projekt der Entwicklungshilfe, das den Erhalt dieser Steppenlandschaft als Heimat der Wildpferde, aber auch als Heimat der Menschen, die hier zu Hause sind, finanziell absichern soll. Eingebettet in dieses Projekt soll dieser Bestand an Wildpferden im Steppengebiet von Hustanuru bis zum Jahr 2000 mit weiteren 72 speziell ausgesuchten Pferden
aus deutschen und holländischen Semireservaten schrittweise aufgefüllt werden. Inzwischen wurden hier die ersten Fohlen geboren. Diese Fohlen werden nicht mehr wie ihre Eltern ein Leben hinter Gittern und Zaundrähten verbringen müssen.